Genau, und Battlefield 2042. Bei Elden Ring ist ja ne, ist von den Dark Souls-Machern und geht wieder wahrscheinlich stark in die Richtung, aber es ist ein komplett neues Franchise mit den zusammen entworfen und geschrieben mit dem Typ, der Game of Thrones sich ausgedacht hat. Und From Software ist ja ein japanisches Studio, deswegen Tetanus will soon return. Ich halte mal die Klappe und mach laut. The Golden Order is broken to its core. Es ist super Dark Soulig. Mit ein bisschen Witcher drin anscheinend. Das ist ein Open Worldiger, ist viel mehr Fläche. Das erinnert mich ein bisschen an. Oh. Wie hießen das? The Last Titans oder sowas? Und anscheinend ist die Welt deutlich dynamischer. Es passieren Dinge in der Welt, die du halt verhindern kannst oder auch nicht. Das Kampfsystem wird wieder eine Dark Soulig sein. Dieses Monster-Design ist aber krass. Oder Gegner-Design. Werwölfe? Okay. Verbündete rufen? Anscheinend. So sieht es zumindest aus. Immer wieder Drachen. Mit vier Flügeln. Dicke Bosse. Da hat er viele Hände. Also es sieht aus, als würde viel sterben. Und ein paar Boss erinnern mich an Dark Souls, ein paar aber ganz und gar nicht. Und es scheint auch sehr viele unterschiedliche Waffen zu geben. Zauber gibt's, es gibt Tiere anscheinend. Und wieder jede Menge NPCs, die mystisch miteinander. Oh, Riesenhände, Riesenaugen, nochmal Riesenhände, engelsähnliche Flügel. Das sieht ganz geil aus. Sollte ich, glaube ich, Lumi mal zeigen, den Trailer. Das würde sie unter Umständen ganz, ganz gut feiern. 21. Januar 2022, das ist gar nicht so lange hin. Krass. Geil.